China baut die Seidenstraße und das bis nach Europa, um den Welthandel etwas zu erleichtern. Viele Länder sind beteiligt, unter anderem Deutschland, die schon Millionen oder schon Milliarden Euro investiert haben. Den amerikanischen Besatzern gefällt das nicht. Sie haben Panik und Paranoia, denn sobald die Seidenstraße in Betrieb ist und erfolgreich aktiv wird, heißt es dann Bye-bye USA, Bye-bye Amerika als Weltwirtschaftsmacht Nummer 1. Die neue Wirtschaftsmacht liegt dann irgendwo zwischen Europa und China. Die amerikanischen Besatzer haben innenpolitischen Chaos und außenpolitischen Chaos, wirtschaftliche Krise, das meist verschuldete Land der Welt. Und die neue Seidenstraße wird den Besatzern einen Gnadenstoß verpassen, sodass sie ihre militärischen Stützpunkte auf der ganzen Welt in Kettenreaktion aufgeben müssen. Und diejenigen, die in die USA auswandern, um den American Dream zu leben, leben noch in einer Blubberblasenwelt. Sie leben die Lügen der Massenmedien, der Hollywood-Filme, das Gelaber der amerikanischen Politiker. Es gibt keinen American Dream mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Es gibt höchstwahrscheinlich den Asian Dream. Einige haben Panik, dass die Chinesen irgendwann mal durch die Seidenstraße Deutschland besetzen wird. Völliger Blödsinn. Die Geschichte zeigt uns, China war nie eine Kolonialmacht und die Chinesen lieben es zu handeln, statt zu besetzen.